So, erstmal herzlich willkommen zu meinem neuen Unboxing-Video. Diesmal stelle ich euch vor die LEGO Star Wars X-Wing Starfighter mit der Nummer 10240. Das ist eigentlich eine ziemliche Sammler-Edition. Kriegt man noch zu kaufen, kostet so ca. 216 Euro, habe ich so erstanden. Und die will ich heute mit euch mal aufruppen und mal schauen, was da so drin ist. Ich zeige euch erstmal hier die ganzen Seiten, was der Lego so zusammengebastelt hat. Ja. Die Rückseite. Wieder in die Todesstern rein fliegt und den ultimativen Kick reinmacht. Da steht auch hier ein paar Maße drauf. Wo haben wir sie denn? Ah, hier. Das soll am Ende 47 cm breit sein und 52 cm lang. Bin ich mal gespannt. Das Teil ist ab 16 plus. Okay, also nichts für Kinder, sage ich mal so. Und zum Spielen denke ich gleich gar nicht. Es wird, denke ich, so ein Hinstellmodell, keine Ahnung, müssen wir sehen. Und ich habe auch schon mal das Vorgängermodell gebaut, das war, glaube ich, ich muss mal kurz ablesen. Der X-Wing Starfighter mit der Nummer 9493 war dazu mal für 95 Euro zu haben. Sind halt, sagen wir von den Teilen her, ein Drittel davon, das sind 560 Teile waren das dazu mal. Und jetzt sind es 1559, also dreifacher, kann man sagen. Ich bin schon ganz gespannt drauf. Und ja, rucken wir es mal auf. Ja. So, ich schneide das mal langsam auf. Hier sind ein bisschen Klebestreifen noch dran. So. Hoch. Nee. Nee. Das muss ich bestimmt rausholen. Okay. Schauen wir mal, was in den Päckchen alles drin ist. Das sieht ziemlich cool aus. Das sieht ich. Fließt da ein Teil raus. Ach ja, sind offen. Scheiße. Hier. Gut. Seht ihr mal die groben Haufen. Ja. So, das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Päckchen, genau. Eine Platte. Und die Bedienungsanleitung mit den Aufklebern und so weiter und so fort. Die mache ich mal schnell auf. Das ist hier, ja, da stehen die ganzen Daten drauf. Ich
mal zur Seite. Für die Scheibenaufkleber. Okay, nochmal. Was ist das? Ah, hier ist die Gebrauchsanweisung. Die zweite. Die erste. Was ist das noch? Die dritte. Hier ist nur Pappe und Pappedeckel. Dann schauen wir ganz kurz rein. Schnell im Durchflug. So, es sind 74 Seiten bei der ersten. Und dann haben wir nochmal 63 bei der zweiten. Und das letzte ist etwas dünner. Das sind dann nochmal hier erklärt in den ganzen Teilen. So soll er am Ende mal aussehen. Nochmal 26 Seiten, 27, nein, noch mehr. Ach, hier sind nochmal die Teile, ja. Genau. Ich fand auch bei den Vorgängern, sag ich mal, die Mechanik ein bisschen blöd, weil es nur über die Gummis ging. Und die sind dann halt zum Spielen in Ort teilweise rausgefallen. Also das war nicht so das Gelbe vom Ei. Bin ich gespannt, wie das bei dem wird. Ja, 10 Tüten. Große Aufgabe. Ich werde euch jede Stunde zeigen, wie weit ich gekommen bin. Und dann lassen wir es mal krachen. So, die Stunde ist rum. So sieht es jetzt aus. Jetzt nach einer Stunde. Ich bin jetzt auf der Seite 33, ja. Die zweite Packung ist leer. Ja, und hier kann man schon mal ein bisschen die Flügelmechanik sehen, wie das dann werden soll. Jo, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist noch eine Stunde. Ciao. Ich wollte noch schnell mal unten zeigen, bevor wir es vergessen. So. Von hinten nochmal schnell. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel, weil es nämlich schon Abend ist. Das Rädchen, wo man die Flügel auf und ab bewegen kann. Wahrscheinlich dann später. Okay, na, schauen wir mal. Bis später. So Leute, die Stunde ist wieder rum und wir sehen hier schon, es geht langsam vorwärts. Das Hinterteil ist schon fast fertig. War ziemlich schwierig, weil viele kleine Teile. So. Okay. Ich fange jetzt schon mit dem Vorderteil an. Das ist das hier. Und hier bin ich gerade drüber. Ich zeige es nochmal von der anderen Seite. Das ist Cockpit. Sieht man sogar die kleinen Pedalen, die kann man sogar bewegen. Moment. Ja. Ja, ich bin jetzt auf Seite 65. Das vierte Paket, wie vielleicht schon erwähnt. Mal sehen, ob ich heute noch eine Stunde schaffe. Ist nämlich schon ziemlich spät.
aber ich versuche durchzukämpfen. Ich denke mal, das kommt irgendwann mal hier ran oder so, mal sehen. Und ihr seht schon mal die Länge, wie groß es sein wird. Ja. Manch einer ist, finde ich, bestimmt auch schneller als ich, aber ich mache das gemütlich und ich, wie gesagt, ich habe Zeit. Ich brauche jetzt nicht hier so durchrammeln. Das ist auch keine Vorgabe, ich will es halt bloß mal, wie ich halt das zusammenbaue, in welcher Zeit, nur mal einen groben Umriss geben. Ja. Hier können wir nochmal reinschauen. Sehen wir die Mechanik ein bisschen. Hier. Jo. Nicht schlecht, nicht schlecht. Haben ich mir jetzt ganz schön Mühe gegeben, den ganzen Teil zu verbauen, so richtig. Mal schauen. Also, bis in einer Stunde. Und tschüss. So, die dritte Stunde ist rum. Und hier steht er, noch nicht fertig. Es sind auch noch vier Bäckchen. Aber ist schon ganz schön gewaltig, das Teil. Also nicht schlecht. Ich bin jetzt auch schon im zweiten Heft. Auf der Seite, Moment, 41. Jo. Und der wird, denke ich, schön. Ich mache hier mal auf. Oh ja, ist noch ein bisschen kopflastig. Gucken wir hier mal rein. Und das haben sie wirklich schön hingekriegt. Also gibt es gar nichts. Da gibt es hier dieses Teil, kann man mal oben. Der Sitz ist ja individuell einstellbar. Und wir haben einen neuen Gast. Moment. Hier. Der R2D2. So. Hier ist er, der kleine Freund. Ist genauso wie in den anderen. In der anderen. In den Starfighter. Packung, da hat sich nicht verändert. Hinten, na gut, hätte man etwas mehr machen können, aber na gut. Ja. Jetzt setze ich wieder rein. Schnipp, schnapp, schnupp. Wenn er denn will. Ja. Hier vorne sieht man schon das Schildchen. Ja, da kommen wir dann nochmal zum Schluss drauf. Wie gesagt, kein schlechtes Teil bis jetzt. Was mir allerdings auffällt, ist, es gibt kein Fahrwerk. Keine Ahnung, vielleicht kommt das noch dazu oder keine Ahnung. Ich hoffe mal, weil das wäre eigentlich bei so einem Set noch mit drin. Also das müsste eigentlich mit drin sein, das sonst. Guck mal hinten. Das hat man eigentlich schon. Und auf der anderen Seite. Ja. Schauen wir noch oben drauf. So, nochmal auf. Wie gesagt, finde ich bisher großartig. Die Detailverliebtheit und sowas, also würde ich sagen, Lego top. Schauen wir mal die nächste Stunde, aber ich werde jetzt erstmal schlafen gehen.
es ist schon sehr spät und ich mache dann morgen mal. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao. So Leute, die nächste Stunde ist rum und die Flügel sind dran. Sieht man hier, ich kann es auch noch mit drehen. Ist auch nicht mehr so köpflastig. Ja, ich bin jetzt auch schon beim dritten Heft auf der Seite 3. Ja, es neigt sich zum Ende. Es sind nochmal viele, viele kleine Teile mit dabei. Man kann es vielleicht ein bisschen sehen. Dann schauen wir mal, wie es aussieht, ob ich die nächste Stunde fertig wäre. Stöße mal drehen. Warum sind auch Aufkleber mit drauf? Sieht bis jetzt schon ganz schön famos aus, also gibt es gar nichts. Da haben sie sich wirklich was einfallen lassen. Aber mal schauen, wie es Endprodukt wirkt. Das ist die Hauptsache. Also bis dann. Ciao. So, und da ist er. Unser fertiger X-Wing Starfighter. Jawohl. Also das Teil sieht ziemlich genial aus. Gibt's gar nichts. Also knapp 5 Stunden brauchen wir bei normaler Geschwindigkeit, sag ich mal. Circa, wie gesagt. Das kann man öffnen. Nochmal, das sieht man hier noch die Instrumente. Das werde ich nicht ganz so hinbringen. Das Cockpit ist sehr geil gemacht. Hier ist auch verstellbarer Sitz und so weiter und so fort. Knüppel kann man bewegen. Pedalen kann man bewegen, kommt man halt sehr schlecht dran. Ist meiner Meinung nach auch nichts zum Spielen, ist wirklich was zum Hinstellen. Ja. Das Fahrwerk vermisse ich halt immer noch. Das sind halt, sag ich mal, Dinge, die hätte man noch mit anbauen können. Also, aber ich sag mal, das sind. Hier unten ist noch eine Klappe. Muss ich das aufbringen. So. Ich probiere es mal ein bisschen im Licht. So. Okay. Wie gesagt, hier unten die Tafel stehen nochmal alle technischen Daten drauf, in Englisch, aber na gut, das ist egal. So, schöner Standard ist auch dabei, da kann man den dann, wenn man will, stößen wir zu machen, so oder wie man auch immer gerne will, hinstellen. Was ich auch sehr vermisse, ist, dass kein Luke Skywalker mehr dabei ist. Also ich hätte gedacht, das wäre ein Set mit enthalten. Ich habe auch nochmal alle Beutelchen durchgesucht oder irgendwas, aber auf der Verpackung ist er auch nicht mehr dabei. Also keine Ahnung, warum sie den nicht mit dazu gemacht haben. Das ist eigentlich schade drum, weil dann wäre eigentlich das Set fast komplett gewesen, weil der R2-D2 ist ja auch dabei. Ne? Also sehr schade, sehr schade. Hier hinten hat man nochmal die Düsen. Die sind auch sehr geil gemacht. Sieht man wahrscheinlich, gehen wir hier ein bisschen rum ins Licht. So, da haben wir sie. Da haben wir auch noch
bisschen öff, wie man halt will. So, und hinten ist das Drehrad, wo man das halt die Flügel auf und zu bewegen kann. So, genau. Okay. Auf. Wie gesagt, die Mechanik ist halt schon besser als die von den anderen. Ist natürlich auch wesentlich teurer, das ist klar. Aber das andere war ja auch eher für Kinder und das ist halt, finde ich, also meine Meinung ist, da ist es nicht zum Spielen, ist halt wirklich was zum Hinstellen. Ich gehe nochmal auf die Draufsicht. Dann drehe ich nochmal rum. Das ist ganz schön, das ist ziemlich schwer. Mal sehen, ob da es so hält. So. Hier hat man das Loch für den Ständer. Ansonsten, ja, nichts Weltbewegendes unten. Okay. Hier sind nochmal die Restteile, die halt über waren. Finde ich okay, dass ein paar Teile mit dazu liefern, gerade was Kleinteile das betrifft, da kann immer mal ein bisschen was wegkommen oder so. Wie gesagt, bei meiner Packung war zum Beispiel die Nummer 4 war komplett auf. Ist halt dann, ja, oder wäre dann schade, wenn dann irgendwas weg wäre, gerade bei so einem neuen Teil. Okay, kommen wir zu meinem Fazit. Also hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Es handelt sich hier um den X-Wing Starfighter mit der Nummer 10240. Gibt es ungefähr für 216 € bis 220 € noch zu haben. Es sind ungefähr 1559 Teile, wenn ich mich nicht irre. Ja, lässt sich sehr gut zusammenbauen. Es sind 3 Hefte mit dabei, die sehr schön erklären, was die nächsten Schritte alles sind. Die Bauzeit beträgt ungefähr knappe 5 Stunden, also von mir, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, es gibt welche, die schneller bauen oder auch langsamer sind. Ja, es sind ja nochmal extra Aufkleber dabei, was man sich bei den Scheiben wahrscheinlich ein bisschen verklebt oder was. So, und das Ding sieht halt mördermäßig geil aus. Ja, was gibt es als Negatives zu sagen? Ist, wie gesagt, also ich hätte mir gewünscht, den Luke Skywalker halt noch mit dabei zu haben, weil der gehört einfach dazu, zu den X-Wing, das gibt es nichts. Also, so, und dann fehlt mir halt dieses Fahrwerk unten, oder dieses Fahrwerk, sage ich jetzt mal so. Ich weiß nicht, wie es genau heißt, ich nenne es halt mal so. Ja. Ich würde eine Punktliste von 10 würde ich eine 9 geben, weil also die 2 Dinge, die ich angesprochen habe, ist halt ein absolutes Top-Modell und ich würde es halt Kindern nicht empfehlen, also es ist wirklich was zum Hinstellen, also ja, klar kann man damit spielen, aber es wäre schade drum, ne? So, das war's von mir. Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich abonnieren oder mir ein Gefällt mir da lassen. Oder mir mal in die Kommentare schreiben, wenn es euch nicht so gefallen hat. Oder auch wenn es euch gefallen hat, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Damit ich weiß, was ich verändern kann. Ich muss mal sagen, ich bin noch etwas neu auf diesen Kanal. Und ja. Ich hätte gerne gewusst, was ich noch verändern kann, was schön ist, was nicht. Und ja, vielleicht sieht man sich zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Dalonado. Macht's gut. Ciao.